Bleiben wir noch mal bei dem großen Schuldenstand. Nun ist ja eine Diskussion, wie geht man damit um, Schuldenschnitt oder nicht. Und die andere Diskussion ist, wer beteiligt sich eigentlich an dem Rettungsfonds? Da ist immer wieder in der Diskussion, oder die Deutschen haben es in die Diskussion gebracht, auch die privaten Gläubiger müssen ran. Das heißt, die Banken, die an den Anleihen verdienen, sollen auch bluten, in Anführungsstrichen. Wie stehen Sie zu diesem Punkt? Ist für mich ein absolutes Muss, denn es kann nicht sein, dass Banken, dass Spekulanten, muss gar kein Spekulant sein, aber auch Investoren, von den hohen Zinsen der Griechen profitiert haben. Es gab in Griechenland immer höhere Zinsen als für andere europäische Staaten, obwohl wir den gleichen Leitzins hatten und eigentlich ein Europa hatten, eine Währung. Warum? Weil das Risiko für Griechenland schon immer etwas höher eingeschätzt wurde. Für dieses Risiko hat man höhere Renditen bekommen. Jetzt möchte man aber an den Konsequenzen dem hohen Risiko eben nicht beteiligt werden. Das geht gar nicht. Und hier muss ganz klar jeder, der Anleihen hat, auch beteiligt werden. Aber jetzt müssen wir genau hinschauen, wer hat die eigentlich? Und wenn wir da mal in Deutschland gucken, wo die griechischen Anleihen liegen, dann wird es ganz spannend. Das sind nämlich hauptsächlich die staatlichen Banken. Das ist die KfW in vorderster Front mit etwa 8 Milliarden. Es ist die Hypo Real Estate mit um die 7 Milliarden. An privater Stelle kommt erstmal die Commerzbank mit knapp 3, Deutsche mit 1,6 Milliarden. Und auch über die Versicherung. Das ist in den Medien oft falsch dargestellt, dass die Bürger so schwer darunter leiden, wenn der Schuldenschnitt für Griechenland kommt, weil dann die Versicherungen so viel Abschreibungen haben. Die deutschen Versicherungen sind mit 0,5 bis 1% ihres Anlagevolumens da drin. Also wenn die das abschreiben müssen, das ist durchaus verkraftbar für die Versicherung. Stichwort EZB. Heute hat sich der, oder zumindest zuletzt, hat sich der Bundesbankpräsident geäußert und gesagt, es muss Schluss sein, dass die EZB ständig Anleihen von, ich sage jetzt mal, maroden Eurostaaten aufkauft, weil das Schuldenrisiko auf die EZB verlagert wird. Glauben Sie, das ist wirklich eine berechtigte Sorge, die wir uns da machen müssen? Das ist eine absolut berechtigte Sorge. Die EZB hat in großem Stil Staatsanleihen aufgekauft. Wir müssen inzwischen davon ausgehen, dass ein Drittel der griechischen Staatsanleihen über direkt oder indirekt bei der EZB liegen. Die einzelnen Notenbanken der einzelnen Länder haben darüber hinaus an Griechenland, an Irland, an Portugal hochriskante Kredite vergeben, beziehungsweise Sicherheiten reingenommen mit hochriskanten Absicherungen. Da muss man sich manchmal die Frage stellen, ob es schon gereicht hätte, das Freischwimmerzeugnis eines Firmenchefs einzureichen, um dafür Geld zu bekommen bei den Notenbanken. Das ist haarsträubend, was da gelaufen ist. Und dafür steht natürlich wieder die EZB gerade. Und ich bin bei Herrn Gebhardt vollkommen recht. Es wird große Verwerfungen haben, diese Umschuldung, wenn sie denn kommt. Ist nicht mein Wunschszenario, aber ich befürchte, dass es nicht zu umgehen ist. Schmerzfrei werden wir das nicht hinkriegen. Und, aber eins ist auch klar, wenn die griechischen Banken da den Bach runtergehen, die haben übrigens jetzt sowieso schon den Bankrun. 41 Milliarden wurden von denen bereits in den letzten Monaten abgezogen. Die Griechen ziehen ihr Geld von den Banken schon längst ab. Dort sind keine großen Scheine mehr vorrätig, zeitweise. Da bleibt sowieso nichts anderes übrig, als diese Banken oder zumindest das Zahlungssystem dieser Banken aufrechtzuerhalten. Und ob die EZB jetzt noch zig oder 100 Milliarden in dieses Loch reinschmeißt oder das Geld dann verwendet, um wieder das Zahlungssystem aufrechtzuerhalten, ich glaube, das gibt sich dann auch schon nichts mehr. Ja. Nun geht es auch immer wieder mal um den Euro-Austritt. Zuletzt hat sich auch tatsächlich ein griechischer Politiker dazu geäußert. Ist das überhaupt ein realistisches Szenario, ein Euro-Austritt? Wenn der Beitritt zu einer Währung möglich ist, dann muss auch die Rückkehr wieder möglich sein. Also ich glaube, dass es durchaus darstellbar ist, mit natürlich entsprechenden Verwerfungen, vollkommen klar. Aber denkbar ist es. Die Frage, die sich mir auch stellt, Griechenland hat ein Strukturproblem. Wenn wir die Schulden jetzt ein bisschen in den Griff bekommen sollten oder verlängern, was auch immer, wo ist das Geschäftsmodell Griechenlands? Wie will Griechenland in den nächsten Jahren denn profitabel werden, wettbewerbsfähig werden? Das fehlt mir und ich glaube nicht, dass das so nach dem jetzigen Stand und den jetzigen Plänen möglich sein wird. Es gibt ja durchaus auch hochrangige Ökonomen, die sagen, wir brauchen einen Marshallplan. Das heißt, wir sorgen jetzt für Industrialisierung in Griechenland. Wir sagen unseren Unternehmen nicht, ihr geht nach China, ihr geht jetzt mal nach Griechenland. Ist das ernstzunehmend für Sie? Das wäre die einzige Möglichkeit, die einzig sinnvolle Variante, Griechenland im Euro zu halten. Wenn wir die Sparpakete, die massiven Sparpakete, die die Bevölkerung jetzt auf die Barrikaden treibt und die sie nicht durchhalten wird, wenn wir die etwas ablockern und dafür einen Marshallplan einsetzen, so wie es auch für die Bundesrepublik mal gegeben hat, das könnte Griechenland tatsächlich eine Zukunft bescheren. Aber so sehe ich diese Zukunft nicht für Griechenland. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Und wir haben selbst in den 30er Jahren in Deutschland gesehen, was passiert, wenn man in die Krise hineinspart. Reichskanzler Brüning, es hat zu einer Radikalisierung der Bevölkerung geführt und zu einem Einbruch der Wirtschaft. Genau das, was wir gerade in Griechenland sehen. Wir sollten aus der eigenen Geschichte manchmal lernen.
Ich möchte aber noch mal eine andere Frage aufgreifen. Und zwar geht es ja auch bei der ganzen Euro-Debatte ein Stück weit um Föderalismus. Angela Merkel ist damit vorgeprescht, dass sie gesagt hat, wir brauchen in Europa ein einheitliches Renteneintrittsalter, einheitliche Urlaubsregelungen. Ich führe die Sache mal weiter. Brauchen wir ein einheitliches Sozialsystem, einheitliches Steuersystem, Herr Müller? Ich bin der Meinung, dass eine Währungsunion ohne politische Union nicht funktionieren kann. Und wir brauchen diese politische Union wesentlich stärker, als wir sie heute haben. Wie weit das gehen muss, das haben wir im Vorfeld schon diskutiert. Also das ist ein Thema, da kann man sich sicherlich streiten drüber, ob das jetzt wirklich einheitliche Steuersätze sein muss oder sehr nah aneinander liegend. Auf jeden Fall einheitliche Systeme, das ist das, was eine Währung zusammen, was man braucht, um eine Währung zusammenzuhalten. Ansonsten sind die Fliehkräfte so groß, dass es jede Währung zerreißt. Und wir sehen, die Währung dient sonst als Puffer bei unterschiedlichen Systemen. Das ist hier nicht mehr möglich. Und deshalb glaube ich, dass wir entweder ein sehr starkes Europa brauchen oder wieder zu den alten Währungen zurück müssen. Ja, die Diskussion um die Schuldenkrise wirkt sich, das haben wir gerade im Film gesehen, auch langsam auf das politische Gefüge aus in Europa. Nun würde mich interessieren, wenn Europas Wähler wirklich streiken, was meinen Sie, werden politische, wirtschaftliche Reformen noch viel schwieriger, als sie ohnehin schon sind, Herr Müller? Das sehe ich absolut so. Wir sehen bereits in den letzten Monaten, wie die Politik unter Druck kommt durch die Bürger. In Deutschland haben wir das gesehen, die, ja, wie der Bürger, wie der normale Bürger plötzlich auf die Barrikaden gehen kann. Wir sehen es in Frankreich, wie die Jungs Gas geben können, in Griechenland. Wir sehen es in Irland, in Spanien, Massendemonstrationen. Der Tahrirplatz liegt mittlerweile in Madrid. Also hier geht's rund und es hat noch gar nicht richtig angefangen. Also ich glaube, da erwarten uns in den nächsten Monaten noch mächtige Entwicklungen. Die spanischen Protestierenden schließen sich mittlerweile mit den griechischen kurz und zusammen. Also das wird ein Flächenbrand und mit jedem Tag, mit dem die Krise voranschreitet, wird das heftiger. Wir haben jetzt über den innereuropäischen Druck gesprochen. Ich würde gerne mal den Blick von außen wagen. Wir haben den IWF und der hat heute angekündigt, also wenn sich die Europäer nicht einigen können, dann zieht er sich aus dem ganzen Projekt Euro-Rettung, ich sag's mal drastisch, zurück. Halten Sie das für ein realistisches Bedrohungspotenzial? Absolut. Ich habe genau diese Befürchtung bereits vor einem Jahr geäußert, als der IWF mit ins Boot genommen wurde. Es war für mich unverständlich, warum wir als Europäer den IWF mit reinnehmen. Das hätten wir problemlos alleine regeln können und müssen. Der IWF, und da habe ich eine sehr radikale Einstellung, der IWF ist der verlängerte Arm der USA. Die USA haben kein Interesse an einem gemeinsamen, einem starken Europa, das international mit einer Stimme spricht oder an einem starken Euro. Das heißt, Amerika hat das Vetorecht im IWF und ob der IWF wirklich die Interessen des Euros und eines gemeinsam starken Europas vertritt, wage ich zu bezweifeln. Und er tut genau das, was vor einem Jahr zu befürchten stand. Wenn es in Griechenland hart auf hart kommt, zieht der IWF sich raus und Europa steht vor ganz großen Problemen. Wir müssen dringend sehen, dass Europa lernt, mit einer Sprache zu sprechen, mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben eine Kakophonie innerhalb Europas. Jeder Staatschef spricht anders und selbst innerhalb der einzelnen Regierungen gibt es komplett unterschiedliche Meinungen. Wir sehen aus anderen großen Wirtschaftsblöcken wie den USA, wie einheitlich dort die Außenkommunikation ist. In Europa geht es kreuz und quer durcheinander und solange das der Fall ist, werden wir international nur zweite oder dritte Geige spielen. Wir müssen sehen, dass wir mit einer Stimme sprechen, sonst werden wir immer weiter an Bedeutungslosigkeit auch gegenüber Asien verlieren. Und haben Sie auch noch ein gutes Argument für Frau Lagarde einzubringen? Also ja, ich freue mich darüber, dass tatsächlich eine mit profunden Kenntnissen ausgestattete Frau an der Spitze dieses IWF stehen könnte. Allerdings, ob sie tatsächlich die Entscheidung trifft oder ob nicht doch derjenige, der das Vetorecht innerhalb des IWF hat, am Ende die wirklichen Entscheidungen trifft, das sei mal dahingestellt. Gut, also